Der Priester, der im Beichtstuhl sitzt, das ist das offene Herz Jesu. Und das Herz Jesu wartet auf uns und will uns beschenken und will unsere Schuld von uns nehmen und uns ja, seine Gnade wieder neu zukommen lassen. Ich habe das tatsächlich ganz neu entdeckt, als ich 20 Jahre alt war. Da war ich in Köln beim Weltjugendtag als freiwillige Helferin dabei und habe nicht viel Zeit gehabt. Aber hinterher habe ich ein Heft zugeschickt bekommen und da gab es auch einige Bilder von diesen Beichtzelten. Und da habe ich gemerkt, dass ich das Beste verpasst habe, wo ich dieses Heft durchgeblättert habe. Am Anfang hatte ich persönlich auch Angst, zur Beichte zu gehen, weil man... Es ist halt schon merkwürdig, jemandem zu sagen, was die Fehler waren. Und man kann das jetzt auch nicht so gut jemandem sagen. Aber dann, das wird immer besser mit der Zeit. Und es ist jetzt auch schon leichter, als es war. Und danach fühlt man sich auch schon wirklich besser als davor. Je öfters man beichten geht, desto schneller merkt man, das stimmt jetzt nicht, jetzt muss ich beichten gehen. Das Gewissen wird sensibilisiert und das merkt man dann sofort, jetzt stimmt, das hat jetzt nicht passt, jetzt muss ich gehen. Ich glaube, dass manche Leute immer noch mit sich rumtragen, irgendwelche unguten Erfahrungen, die sie zum einen haben, irgendwann gemacht in Kindheit oder Jugendzeit, dass sich manche einfach ganz schnell selber entschuldigen und sagen, nee, da brauche ich niemanden dazu, ich mache das vor dem lieben Gott oder mit dem lieben Gott selber aus, verwechseln aber dann vielleicht das Ganze mit der Fähigkeit, die wir eben nicht besitzen. Ich kann mich nicht entschuldigen, ich kann bloß um Entschuldigung bitten. Ein anderer muss mir Entschuldigung und Verzeihung schenken. Und in der Beichte ist es eben der lebendige Gott selbst. Ich fühle mich dann einfach wieder geborgen in Gottes Hand, also fühle mich frei und manchmal ist es sogar so, dass ich dann einfach wieder klarer denken kann über manche Sachen. Es ist wie eine Mauer, die zwischen mir und Gott jetzt wegbricht oder auch, also ein Bild, das ich sehr gern mag, ist dieses reine Herz, wo ich sage, jetzt ist wieder alles weggewischt und ich kann wieder ganz neu anfangen und das fasziniert mich wirklich. Mir ist es wichtig, dass sie dann auch sehen, wo sie dann beichten gehen. Und deshalb haben wir uns den Beichtstuhl angeschaut. Wir haben praktisch in den Beichtstuhl mal reingeschaut, was man ja sonst üblicherweise nicht tut, dort, wo der Priester sitzt, auch mal reinzuschauen. Aber ich denke, das nimmt den Ministranten vielleicht auch ein bisschen die Angst, zum Beichten zu gehen, weil es ja doch immer eine kleine Überwindung ist, wenn man sagt, ich gehe zum Beichten. Und deshalb ist es mir wichtig, dass sie das auch mal sehen, dass sie auch wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie dann wirklich dann auch gemeinsam, wenn wir gemeinsam beichten gehen, auch dann kommen. Ich probiere es, es ist natürlich nicht immer einfach. Zum Beichten zu gehen ist ganz klar auch eine Überwindung. Alle 2 Monate zum Beichten zu gehen, besonders auch dann, wenn Hochfeste anstehen wie Ostern, Weihnachten, Allerheiligen, Pfingsten im Sommer. Und das ist dann circa alle 2 Monate. Und das Wichtige, was ich davon auch sehe, ist die Vorbereitung. Das passiert dann zu Hause meistens. Die Vorbereitung auf die Beichte, da blicke ich praktisch zur letzten Beichte zurück, den Zeitraum bis zur Beichte, wo ich dann gehe und überlege mir, entweder durch einen Gewissensspiegel oder einfach durch meine Gedanken, was hat mich von Gott weggebracht. Für mich stellt die Beichte persönlich grundsätzlich mal eine ganz praktische Lebenshilfe dar, weil durch gerade die Gewissenserforschung, die ja jeder Beichte vorangeht, man einfach sein Leben kritisch wieder betrachtet und einen reflektierenden Blick drauf wirft und dadurch seine Fehler und Schwächen und Verfehlungen genauer sich bewusst macht wieder und im Idealfall natürlich auch korrigieren kann. Man spürt dann schon, man kann neu anfangen. Es ist eben so, man kann sich selbst nicht verzeihen, das wird ja auch immer so gesagt, wie der Baron von Mönchshausen, der sich da selbst aus dem Wasser gezogen hat, geht eben nicht. Und wenn man das Gefühl hat, man hat eben die Vergebung erfahren durch den Priester, durch Jesus eben, kann man neu anfangen. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl, zu sagen, jetzt ist weg, jetzt will ich es besser machen.
jeder Mensch macht Fehler, jeder wird schuldig, das sich einzugestehen und das auch vor Gott einzugestehen. Das ist der entscheidende Schritt, der Überwindung braucht. Und wenn man den Mut dazu hat und es dann so macht, dann darf man die Erfahrung machen, ich kann neu anfangen. Mir wird eine neue Chance gegeben. Gott ist die Liebe, Gott ist barmherzig. Und das möchte ich jetzt entschlossen auch anderen zukommen lassen. Das ist diese Kraft, die wir brauchen, diese Bewegung, die die Welt erneuern wird.